Hi, ich bin Geonox und ich spiele Airsoft. Und dein Sohn oder deine Tochter wollen auch Airsoft spielen, aber du bist dir noch nicht ganz sicher, ob das das Richtige für sie ist. Ich nenne die Waffen Airsoft-Replikas, weil Waffen sind zum Verletzen und zum Töten da. Airsoft-Replikas hingegen sind Spielgeräte ähnlich wie Nerf Blaster oder Laser Tag Blaster. Auf dem Spielfeld muss immer eine Brille getragen werden. Das wird auch hart kontrolliert. Und vor jedem Spieltag werden alle Replikas kontrolliert, dass sie nicht zu viel Energie haben. Im Vordergrund steht hier nicht der Krieg mit all seinen negativen Sachen, sondern im Vordergrund stehen Fairness, Teamplay, Strategie, Taktik, Freundschaft und Fairness, habe ich Fairness gesagt? Auf dem Spielfeld, da gönnt man den gegnerischen Spielern einen guten Treffer und abseits des Spielfeldes, da quatscht man bei einer Pommes und einer Cola mit Teamkameraden oder Spielern aus dem gegnerischen Team über coole Aktionen und coole Klamotten. Am Ende sind wir alle nur kleine Kinder, die wie an Fasching Räuber und Gendarm spielen.